bei der bin ich mir tatsächlich auch unsicher, aber ich glaube, das bin ich immer aussortiert. Das ist mir immer, was ich auch ausgemistet habe. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Falls du neu bist, hi, mein Name ist Amy und ich freue mich riesig, dich hier zu haben. Und ich freue mich heute besonders über das Video, weil draußen ist der Frühling eingekehrt und es wird immer wärmer und das heißt, die Winterklamotten können endlich weg. Und die Frühjahrs- und Sommermode kann raus. Ich freue mich so extrem darauf. Ich will das schon wirklich, wirklich lange gerade machen, weil ich einfach die Winterpullis nicht mehr sehen kann. Und ja, vielleicht kennt ihr das auch schon von vorherigen Videos von mir, wie ich meinen Kleiderschrank anschaue und die Saisons auswitche, auch nochmal durch meine Klamotten durchgehe, vielleicht was ausmiste und ja, einfach dann alles neu einräume. Und vielleicht brauchst du auch ein bisschen Motivation, möchtest das im Background anmachen, möchtest auch deine Garderobe wieder, ja, durchswitchen und ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Falls du mehr Videos gerade zur Spring-Serie schauen möchtest, dann verweil gerne auf meinem Kanal. Ich freue mich gerade, alles einfach so frühjahrshaft zu machen. Den Frühjahrsputz haben wir schon gemacht und ja, auch so ein bisschen den Balkon hergerichtet und solche Sachen. Und ich freue mich einfach riesig, dich hier zu haben und let's go! Falls du neu bist, ich verstaue meine ganzen Sommerklamotten und Frühjahrsklamotten in einer Box oben auf dem Schrank und habe nicht immer alles gleichzeitig im Kleiderschrank, um einfach mich auch in der neuen Saison drauf zu freuen, die Sachen wieder auszupacken und einfach mit einem frischen Gefühl irgendwie so in eine neue Saison zu starten und die Klamotten dann auch ein bisschen mehr wertzuschätzen und dann auch die alten Sachen wieder wegzupacken, weil das ist dann einfach, man ist fertig mit einer Saison und möchte das auch hinter sich lassen. Und vielleicht kennst du das auch einfach, dass wenn man sich dann neue, also seine alten Sachen wieder auspackt, fühlt sich das an wie shoppen gehen im eigenen Kleiderschrank, weil sonst ist man oft verleitet so, oh, möchte das irgendwas Neues kaufen und man weiß gar nicht so direkt, was man eigentlich hat und dann schätzt man die Sachen vielleicht auch mehr und besonders merkt man dann auch, okay, vielleicht fehlt mir eine gewisse Sache noch, vielleicht will ich schon lange einen Rock haben oder eine bestimmte Art von Frühlingshose oder sonst irgendwas und dann hat man da nochmal einen anderen Blickwinkel. Ich habe meine ganzen fetten Pullis hier unten drin in der Schublade und man weiß nie, wie der April noch ist, deswegen wird da auf jeden Fall noch ein Pulli bleiben, aber die ganz dicken Pullis werde ich nicht mehr benötigen. Darüber, einfach die Sachen wegzupacken und einfach alles frisch zu haben. Jedes Mal wieder spannend zu sehen, was man hier drinnen hat, um es einfach mal durchzugehen. Um ja, in seinem Kleiderschrank so ein bisschen so zu shoppen. Es sieht aber irgendwie noch gar nicht viel aus, weil ich diesmal meine Kleider auch im Schrank gelassen hatte. Ich muss diesmal auch sagen, dass ich definitiv mehr Sachen in meinem Kleiderschrank behalten habe, als sonst würde ich sagen, weil der einfach größer ist als in unserer alten Wohnung auch und ja, ich manche Sachen auch schon rausgeholt habe. Aber mal sehen. Kurze Hosen, ne? Die werde ich auch definitiv nochmal anprobieren, ob die passen. Aber da freue ich mich richtig arg. Und auch, oh, ja, eine lange Stoffhose noch. Die habe ich voll vergessen. Musselinblumenblusen, die waren letztes Jahr ja so in. Und die habe ich mir tatsächlich über Vinted eingekauft. Aber bei der bin ich mir voll unsicher, ob das so meins ist, weil die ist so richtig groß und lang. Ich könnte mir die gut vorstellen, so im Sommer, wo drüber, aber im Sommer hat man ja eigentlich auch keine langen Sachen so an. Bei der bin ich mir tatsächlich auch unsicher, aber die wird auf jeden Fall einmal in den Kleiderschrank einziehen und wenn es sowas sonst auch nicht ist, wird das am Ende der Saison nochmal Revue passiert. Das klingt irgendwie komisch, oder? Naja. Schlafis. Kurze Hosen. Meine Lieblingskurze Hose. Dann, die finde ich auch richtig schön. Das ist so eine Criss-Cross-Bluse und die ist richtig schön leicht und so und
Ja, die fühlt sich richtig gut an. So eine habe ich auch schon im Kleiderschrank geholt, aus in blauen Musselin, weil ich die vor kurzem erst anziehen wollte und deswegen habe ich schon was runtergeholt. Noch Tops. So, das ist es auch mit den Sommersachen. Sonst war das immer ein bisschen spannender vielleicht auch, weil ich noch meine ganzen Kleider rausgepackt habe und die sind schon in meinem Kleiderschrank. Aber jetzt gehen wir einfach mal die Pullovers noch durch. Das sind meine ganzen Pullover. Und das sind schon einige und die dürfen jetzt alle weg. Ich habe jetzt hier schon einen hingelegt, den ich aussortieren werde. Und bei den zwei grauen bin ich mir so unsicher, weil ich weiß gar nicht, ob ich die oft anhatte. Und ich fühle sie auch nicht so ganz. Deswegen wäre es jetzt die Frage, misse ich die direkt aus oder packe ich sie nochmal ein und dann überlege ich es mir noch. Ich glaube, die muss ich nochmal waschen. Den lasse ich tatsächlich auch noch draußen, weil den finde ich richtig schön so zum Drüberwerfen, falls es dann doch noch mal kalt ist. Aber so die ganz dicken Pullis kommen hier rein. Und die vielleicht Pullis kommen jetzt auch erstmal hier rein. Ich habe auch meine Winterjacken von draußen jetzt geholt und die kommen natürlich auch weg, weil die brauche ich jetzt nicht mehr und dann werden die Übergangsjacken und Frühlingsjacken rausgeholt und ja, die verstaue ich dann auch deswegen jetzt, weil ich mag das nicht alles an der Garderobe hängen haben, weil es einfach viel zu viel sonst ist. Also meine richtig fetten Chiller-Pullis und sowas packe ich jetzt auch hier unten rein. Die packe ich jetzt nicht weg, weil manchmal hat man solche Momente, wo man einfach sich richtig schön in einem dicken Pulli kuscheln und verlieren möchte. Und ich habe auch tatsächlich so viele von solchen Pullovern, weil das auch alte von meinem Freund sind und die jetzt mir gehören. Also davon habe ich, glaube ich, 2 oder so von ihm. Oh. And so much stuff. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht so viele T-Shirts besitze. Also Tops, ja, aber so T-Shirts, die ich wirklich gerne anziehe, habe ich nicht so viele. Das trage ich nicht so gern, das trage ich nicht so gern und das trage ich nicht so gern. Aber ich behalte sie trotzdem, weil ich die T-Shirts an sich mag, aber ich trage sie nicht so gern. Versteht man das? Also ich finde, man kann nicht immer alles dann aussortieren in der Hinsicht, weil man vielleicht eine Sache nicht so ganz gerne mag, aber ich trage sie ja trotzdem unter Pullis drunter oder manchmal fühle ich es dann doch, aber das sind aktuell nicht so die T-Shirts, zu denen ich tendiere und die ich gerne anziehe. Aber ich habe sie eine Zeit lang richtig gerne getragen und ich hoffe, dass es immer wieder kommt. Und wenn ich die drei T-Shirts aussortieren würde, hätte ich sonst fast gar nichts. Also es ist auch immer so unterschiedliche Phasen mit Oversized-Oberteile, dann enge Oberteile, dann so ein Mittelding und oh, ich finde es richtig schwierig. Aber ich habe es auf jeden Fall jetzt erstmal alles aufgehängt und auch meine Cardigans aufgehängt, weil die hatte ich davor immer hier unten liegen und ja, da freue ich mich jetzt auch, dass die aufgehängt sind, weil dadurch, dass jetzt keine Pullis sind, hat man hier viel, viel mehr Platz und sieht gleich viel, viel farbenfroher und frühlingshafter und schöner aus. Das mag ich richtig arg. Dann habe ich hier noch so was Randomes, als ich einen Adventskalender für meinen Freund gebastelt habe. Das muss da nicht drin sein. Und Geld. Geil. Nehme ich direkt mit. Ich habe jetzt hier auch meinen Wintermantel reingehängt, weil der sonst nirgends so Platz hat. Aber ich habe zum Beispiel auch diese Jacke hier. Ich finde die richtig, richtig schön. Die ist von Armed Angels. Die habe ich mir mal selber gekauft. Also es war keine Kooperation oder so. Und hier ist mir ein Knopf kaputt gegangen, an 2 Stellen. Ich hatte auch mit dem Kundensupport da gesprochen, die waren auch super freundlich, haben gesagt, ich kann das umtauschen, bla bla bla, wenn es die Jacke halt noch gibt.
Aber die gab es nicht mehr. Oder halt auf die Kosten von denen zu einer Schneiderei bringen. Habe ich nie gemacht. Und jetzt ist es so, was mache ich mit dieser Jacke? Weil ich kann die halt deswegen nur noch im offenen Zustand tragen. Und ich habe mir ja dann irgendwann Ende letzten Jahres eine neue Jacke mit Reißverschluss gekauft von Patagonia, die ich über alles liebe. Und die trage ich rauf und runter. Das ist jetzt meine Übergangsjacke, Allwetterjacke für alles, was ich davor, wofür ich die sonst verwendet habe. Aber ich will die nicht aussortieren, weil die war echt teuer und ich finde die auch so schön. Aber kennt ihr den Struggle? Manchmal ist es doch dann eigentlich voll unnötig. Hier sind noch Wintersachen. Ein Kleid. Noch ein Kleid. Ich glaube, das bin ich am Aussortieren. Das ist mir nämlich ein bisschen zu kurz. Und das kann ich nur mit einer Drahtlose drunter anziehen. Und das wäre dann ein bisschen zu schade. Aber ich finde die Farbe und den Schnitt und alles richtig, richtig schön. Aber nein. Zum Schluss zeige ich euch natürlich wie immer, was ich auch ausgemistet habe. Und es ist nicht so viel, wie vielleicht ich früher mal ausgemistet habe, weil ich mittlerweile auch eher weiß, was so mein Style ist und dann auch in langfristige Sachen immer investiere und die nicht immer aussortieren möchte. Aber zum einen habe ich hier einfach ein rotes, weinrotes Oberteil, das ist von meinem Freund, das habe ich zum Schlafen verwendet und ich habe so viele Schlaf-T-Shirts und das war mir zu dick zum Schlafen, deswegen kommt das weg. Dann eine Strumpfhose, die dieses wundervolle Geräusch gemacht hat, deswegen darf die auch weg. Dann zum anderen habe ich den Pullover bei Vinted eingekreiselt und irgendwie fühle ich den nicht so ganz, also er ist mir ein bisschen zu kurz. Und ich habe den, glaube ich, nur zweimal so getragen und deswegen bin ich da jetzt auch nicht traurig, dass ich den dann auch aussortiere und ja, entweder weiterverkaufe oder zur Spende bringe. Und dann zu guter Letzt dieses wunderschöne Kleid. Wirklich, ich finde das so, so toll, aber es ist mir ein bisschen zu kurz und ich hatte das auch letzten Sommer an mit einer Radlerhose, aber ich fühle mich danach einfach nicht so sehr. Also ich finde das richtig, richtig schön. Aber ich glaube, es darf deswegen gehen. Genau. Und dann habe ich noch in einer Box mein altes Kissen gehabt. Und ich habe mir vor einer ganzen Weile ein Emma-Kissen gekauft. Und mit dem bin ich auch super zufrieden. Und deswegen darf das auch gehen. Vielleicht bringe ich das zu meinen Eltern und frage, ob sie das noch brauchen, so für Gäste oder sowas. Aber ansonsten darf das weg. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dich mit diesem Video ein bisschen inspirieren konnte, auch deinen Kleiderschrank anzugehen und durchzuschauen. Und es war vielleicht nicht so intensiv, wie sonst man das vielleicht von dir kennt. Ich hoffe, ihr habt euch nicht dran gestört. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, ein Abo und auch einen Kommentar, wie es dir aktuell geht, ob du deinen Kleiderschrank vielleicht in zwei Saisons einrichtest. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss!